Von Johannes Wallat auch sofort Bildkameras gibt es längst in smarten, digitalen Ausführungen. Die Polaroid Pop hat Display, Touchscreen, Speicher und druckt ohne Tinte. Sieht so die Zukunft des Polaroids aus. Der allgemeine Retro-Trend macht natürlich auch nicht vor den Sofortbildkameras Halt. Die kleinen, rechteckigen Bildchen, für die nicht nur hierzulande gerne der Markenname Polaroid als Synonym verwendet wird, waren quasi ausgestorben. Doch seit einigen Jahren gibt es wieder ein größeres Interesse an den spontanen, einmaligen Sofortabzügen aus dem großen, unhandlichen Kameras. Mit der Polaroid Pop will der einstige Platzhirsch das Sofortbildgefühl ins Digitale hinüberretten. Kann das funktionieren? Das Kameragehäuse der Polaroid Pop ist groß, aber relativ dünn und wirkt, zumindest im Vergleich zu aktuellen Sofortbildkameras wie der Instax-Reihe von Fujifilm, relativ modern. Leider ist die Verarbeitung nicht besonders hochwertig. Die Kameralinse an der Front ragt leicht heraus, zusammen mit der Foto-LED daneben sieht das aus wie bei einem überdimensionierten Smartphone. Auf der Rückseite gibt es einen kleinen Bildschirm mit schlechter Auflösung und einen roten Knopf. Sonst nichts angenehm, so ein minimalistisches Design. Der untere Gehäuseteil ist aus mattgelbem Plastik und lässt sich abnehmen, er ist mittels Magnet mit dem restlichen Gehäuse in glänzend schwarzem Kunststoff verbunden. Hinter der Kappe findet sich der Einschub für die Fotopapiere sowie ein Steckplatz für Microsd-Karten, denn die Polaroid Pop kann Bilder nicht nur aufnehmen, sondern auch speichern. Das ist der erste wichtige Unterschied zur analogen Sofortbildkamera. Es gibt zwar keinen Sucher, dafür aber das bereits erwähnte Display, auf dem man eine Bildvorschau sieht und das die bereits aufgenommenen Fotos in einer Galerie zeigt. Bilder können so jederzeit und in beliebiger Anzahl ausgedruckt, nachbearbeitet oder auch online geteilt werden. Die Software bietet zudem rudimentäre Filter an, um die Aufnahmen aufzuhübschen. Einen Zoom gibt es auch, außerdem Einstellungsmöglichkeiten für Auflösung, Helligkeit und Weißabgleich. Soweit, so gut, doch beim Gebrauch der Polaroid Pop stellt sich schnell Ernüchterung ein. Die Filter machen die ohnehin nicht sehr ansehnlichen Bilder nicht besser. Der Zoom vermatscht Aufnahmen hoffnungslos. Bei wenig Licht kann auch der Blitz nicht viel ausrichten. Die Aufnahmen sind oft blass, leblos, haben einen Farbstich und starkes Bildrauschen oder Streifen, Hauttöne wirken zumeist fahl und ungesund. Bei Tageslicht gelingen mitunter noch ansprechende Aufnahmen.